Ist ein bisschen Real Talk Shit, aber ich habe gedacht, wir können es gucken eigentlich. Man muss ein bisschen komisch sein. Ja. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich... Danny, verstehe mich nicht falsch, aber du isst nur McDonald's. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Mickey, wir sind so. Ich habe das Gefühl, ich habe richtige unpopular Opinions hier, aber wir gucken mal, was hier ist. Hallo. Wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Das Gehalt von Streamern ist fair oder angemessen? Boah, das ist so schwierig. Ich habe da, das haben wir schon so oft drüber gesprochen, ich halte mich kurz. Es ist halt eine Frage, wie man das betrachtet. Wie entscheidet sich, ob ein Gehalt fair ist? Fair im Sinne von, wie viel Zeit steckt man rein und wie viel Geld macht man? Dann vermutlich nicht fair. Fair im Sinne von, wie groß ist das Problem, was wir lösen? Vermutlich fair, auch wenn es sich ein bisschen abgehoben anhört. Ich finde halt, so dass wir halt das Problem von Langeweile lösen, was jetzt erstmal nicht klingt wie ein großes Problem, aber es ist ein sehr großes Problem einfach. Leute haben keinen Bock auf Langeweile und es gibt nicht viele Sachen, die Langeweile killen. Und wenn du es halt für eine bestimmte Zielgruppe, die auch sehr groß ist eventuell, sehr gut machst, löst du für viele Leute ein sehr großes Problem, aber das kann halt nicht jeder. Ich bin gespannt, was die Leute hier sagen. Und ich bin gespannt, wie dieser Pop-Tart schmeckt. Also die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt angemessen oder halt im Vergleich zu anderen ist es da fair. Und da war die Frage halt, ist es angemessen? Und ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Aber jeder, der sein Geld mit Streaming verdient, hat da auch sau viel Zeit, Energie und Lebensinhalt und Lebenssinn reingesteckt. Und dann finde ich es eigentlich schon fair. Also ich würde sagen, rein... Okay, das kommt halt auch noch dazu, das ist true. Ich finde schon, dass es dann halt fair, dass wir viel Geld verdienen, aber dass wir so viel Geld verdienen, ist halt crazy dumb. Wirtschaftlich gesehen kriegst du halt das wieder, was du leistest. Also wenn du halt einen großen wirtschaftlichen Einfluss drauf hast und quasi zum Beispiel bei einer Firma, keine Ahnung, eine Kampagne 100, 200.000 Umsatz generierst, warum soll ich da nicht dann auch davon viel abkriegen? So, weil ich habe ja mit dafür gesorgt. Ich würde tatsächlich auch immer noch streamen und das Ganze durchziehen, wenn ich nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem kriegen würde, was ich jetzt kriege. Ich stimme. Gut, okay, damit hat das ja nichts zu tun, I guess. Das würde ich ja genauso machen. Das würden wir alle machen, außer du kannst deinen Shit nicht bezahlen. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare. Er ist in den letzten Monaten ganz schön greedy geworden. Es geht alles nur noch ums Geld. Ich bin ein YouTube-Zuschauer. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Generell als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchschnittlich krass bezahlt. Also wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, hat der... Ich habe keinen Löffel. Kann ich das Ei essen ohne einen Löffel? Hey, immer wenn ich Kevins Video gucke, dann isst er gerade. Der so und so viel Zeit und so viel Geld reingesteckt, sondern funktioniert die Idee halt einfach. Und bei manchen Leuten funktioniert die Idee halt einfach. Sagen wir, jemand steckt 10 Stunden Arbeit in was rein, erfindet was und wird davon Milliardär. Okay, es ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber er hat es verdient, weil er hatte diese Idee. Oma. Jeder kann erfolgreicher Streamer werden. Cap. Also gefühlt geht es ja diesmal mehr in eine Richtung, der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür, aber diese Aussage... Es gibt halt ultra wenig Leute, die das halt am Ende des Tages so richtig, die alles droppen würden, um das zu machen, was wir hier machen, auch immer das halt vielleicht nicht sieht, bla bla bla. Will mich auch gar nicht schmücken damit, darum geht's gar nicht. Ich sehe super viele Leute, die Streaming machen, auch auf einem semi-erfolgreichen Level, die es aber einfach niemals schaffen werden, richtig abzublowen, weil sie gar nicht die Dedication dafür haben. Klar waren wir einer der Ersten und das hat sicherlich leichter gemacht und hat sicherlich vielleicht nochmal einen Boost von, sagen wir, 30-40% gebracht, whatever. Aber da sind draußen Leute, die gute Entertainer sind, die es aber niemals schaffen werden, weil sie einfach 2 Stunden Daystreamen oder so. Das muss jeder für sich selber wissen, so meine ich das gar nicht. Das ist wirklich auch gar nicht schlimm. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wirklich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist der Grund, warum es nicht jeder schafft, erfolgreicher Streamer zu werden. Du musst richtig ein No-Life haben. Du musst richtig No-Life und Bro den ganzen Tag hier sitzen und Streaming machen. Zumindest am Anfang. Sonst werden dich die Leute nicht gucken, Bro. Weil wenn die Leute, guck mal, die meisten Leute, die auf Twitch, also am wichtigsten ist diese Core-Community auf Twitch. So diese Arzten, die immer hier sind. Ja, Tasu, ich rede mit dir, Dicker. Mister, ich sende alle fucking 2 Minuten 40 Nachrichten und bin immer hier. Mit dir rede ich, Junge. Das sind die wichtigsten Leute. Darum bildet sich alles. Wenn du die hast, der Rest kommt von selber so. Und die Leute sind nur da, wenn du regelmäßig und viel streamst, weil das sind die Atzen, die auch kein Leben haben, so wie du selber. Und die im besten Fall, weiß ich nicht, 5 Stunden deinen Stream gucken jeden Tag. Oder sagen wir, 5 Stunden allgemein Streaming gucken aktuell am Tag. Okay, nach der Schule oder so.
Und wenn du halt nur 2 Stunden online bist, werden sie nur 2 Stunden deinen Stream gucken und die restlichen 3 Stunden irgendeinen anderen Arzt, Bro, der vermutlich genauso lustig ist oder lustiger als du, aber mehr streamt und zuverlässiger ist. Und dann werden die da bleiben, weil warum sollten sie dich gucken, wo du dann halt einmal, keine Ahnung, für 30 Minuten just Chatting streamst einmal a day. Und das ist das, was Leute nicht checken. Aber wenn sich jetzt jemand, der sehr viel Reichweite hat, eine irgendeine Person aussucht und sagt, dich mache ich erfolgreich, würde das möglich sein mit jeder Person? Wenn die Frage heißen würde, kann man jetzt noch mit Twitch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Safe. Aber dieser Punkt, kann jeder damit erfolgreich sein, ist, glaube ich, so, weiß ich nicht, also da, es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Es die muss hat auch, ja nicht jeder. Es muss auch die permanente gute Laune sein. Das, was Fritz gesagt hat. Deine Leidenschaft muss da sein und die muss nicht nur da sein, die muss riesig sein. Je größer deine Leidenschaft ist und je mehr die Leute merken, Bro, du liebst es, was du da gerade machst, desto mehr wird es funktionieren. Egal, wie es mir geht, egal, was mir passiert ist, ich habe heute einen Livestream, klar kann ich den absagen, aber ich muss auch gut drauf sein. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Aber ich finde es auch mal völlig okay, wenn jemand vielleicht auch mal einen Scheißtag hat und trotzdem online ist. Authentisch. Authentisch, dass mir den Teil merkt, ey Leute, heute ist irgendwie ein Scheißtag, aber egal, ich gehe trotzdem online. Das ist auch true. Sorry, dass ich so oft dabei hier. Das ist meine Lieblingseigenschaft an mir selber. Das ist Turbo selber verliebt, aber das ist meine Favorite-Eigenschaft an mir selber. Wenn ich traurig bin, dann dauert es nicht lange, bis ich wieder gut drauf bin. Außer ich habe zu viel Valorant gespielt, dann ist was anderes. Aber so, wenn ich nicht gut drauf bin, braucht es eine halbe Stunde, dann bin ich wieder gut drauf. Außer es ist wirklich was richtig, richtig Schlimmes passiert. Aber selbst dann ist es oft so, dass ich nicht lange brauche. Was sagt ihr zu dem Statement, ich habe mehr Probleme, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe? Nö. Ich würde sagen, ich habe weniger Probleme seitdem. Gestern zum Beispiel haben wir ein Musikvideo gedreht. Und ich musste halt nicht drüber nachdenken, konnte halt für alle meine Homies einfach Pizza bestellen. Und die konnten sich einfach einen bunten machen, Bro, mit Getränken, alles auf meinen Neck. Ist halt ultra cool. Fände ich mega nice. Wiegt alle Probleme, die vielleicht auftreten, dadurch auf. Und ich kann meiner Leidenschaft nachgehen, was wirklich das Allerschönste ist, was es gibt, Digga. Ich fühle mich wirklich so, als hätte ich den Traumjob gefunden, den ich immer haben wollte. Probleme sind gefühlt immer noch von der Anzahl die gleichen. Sie verändern sich nur. Umso größer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso schlimmer werden vielleicht auch manche Probleme, aber umso mehr wächst du auch an ihnen. Deswegen bin ich jetzt bei neutral geblieben, weil Probleme, die verschieben sich nur. Aber es werden für mich nicht mehr, es werden einfach nur andere. Was haltet ihr von dem Statement, ich arbeite überdurchschnittlich viel? True. Ja. Danny, danke, dass du so schnell und so confident nach links gegangen bist, Bro. Ist voll schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Ja, also wenn du es mit anderen Selbstständigen vergleichst, dann nicht. Mhm. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Arbeitszeiten hat, dann vielleicht schon. Ja, nein, ich meine halt so, ich vergleiche es halt so mit euch, so von Streamzeiten her. Jetzt ich bei mir wegen der Arbeitszeit, ich streame halt absolut wenig. Ich stream wie oft? 3 Stunden am Tag? Cap. Sind 2, Danny. Weil ich habe immer das Gefühl, Arbeit ist halt eigentlich die Definition, du machst das, um Geld zu verdienen. So, da können wir das alle damit reinzählen. Aber zum Beispiel bei Zuschauern merke ich das ganz oft, die sagen dann, ah cool, jetzt 4 Wochen auf Madeira, schönen Urlaub. Ich denke mir so, ja nee, ist zwar geil dort, aber ich arbeite da normal weiter. Ich mache meinen Kram immer noch, ich mache meine Videos, ich drehe. So, und deswegen überhaupt die Definition Arbeit ist in vielen Köpfen so, ja okay, das ist was, wenn du was machst, wo du Geld verdienst, aber es ist auch irgendwie scheiße und bist froh, wenn Feierabend ist. Ja. Ich glaube, bei uns ist es halt eher Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, guter Check von Fritz. Verschwimmt das immer so, ne? Ja. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich nehme mein Kameraequipment mit, jetzt wird gevloggt. Ja. Ich empfinde andere Streamer als starke Konkurrenz. Naja, läuft doch. Boah. Ich find's krass, dass alle nach links gehen. Bro, ich glaube, ich bin echt different. Build differently. Ich glaube, ich wäre bei Stimme eher zu oder neutral gewesen. Ist halt auch Cap. Ja, finde ich halt auch. Also ich muss sagen, ich persönlich habe dieses Konkurrenzdenken irgendwie noch nie wirklich gehabt. Auf YouTube, finde ich, schnappt man sich noch weniger gegenseitig weg, weil du kannst dir das Video angucken, das Video angucken, das Video angucken. Beim Stream ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Wenn jetzt 2 gleichzeitig online sind, musst du dich halt theoretisch entscheiden, wem du zuguckst. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das alles schon sehr so gruppenmäßig ist. Alle gut. Ach so, ja, okay. Aber das war ja nicht die Frage. Ist jetzt nicht, dass ich Konkurrenz habe und nicht irgendwie Trimax nicht mag oder so, weil er mir Viewern wegnimmt und ich ihm oder so. Das ist ja auch nicht die Frage gewesen. Ich finde trotzdem, dass wir sind trotzdem irgendwie Konkurrenten so irgendwo auf eine Art und Weise. Aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, das ist so ein Mittelding. Es ist so, als würde man, als wäre man bei einem 100-Meter-Sprint oder sagen wir bei einem Marathon und man läuft gegen seine Freunde. Es ist cool, dass man mit seinen Freunden läuft, aber bitch, ich will trotzdem Erster werden. Ich empfinde großen Druck. Na, Danny, nach ganz rechts, oder? Fritz Weiniger auch nach ganz rechts, Digga.
Also ich stimme voll zu, dass... Mister, ich habe einen überdurchschnittlichen Penis. Bro, immer wenn ich an Fritz Meinecke denke, denke ich jetzt an seinen überdurchschnittlich großen Penis. Ich würde nach ganz rechts gehen. Ich finde, ich habe sehr großen Druck. Das Ding ist, ich habe keinen Druck von außen. Ich habe nur den Druck, den ich mir selber mache. Alle um mich rum, mein Chat, alle sind so, hey Bro, alles ist gut, mach dir keinen Stress. Alles ist gut. Außer ein paar Retards im Chat. Aber ansonsten sind alle so, hey Dude, alles cool, alles cool. Ich selber mache mir halt den riesigsten Druck auf Erden. Ich bin zufrieden und glücklich. Ganz recht. Ui. Ich bin gerade 10 aus 10 glücklich. Ah, nicht 10 aus 10. 9,5 aus 10. Man sollte nie 10 aus 10 glücklich sein, weil laut Dominik Rezmann, Zitat, wenn man richtig glücklich ist und alles perfekt läuft, dann ist die richtige Scheiße erst noch bevor. So gesehen 9,5 aus 10. Also ich sag so, von mir aus eigentlich ist das Leben gut, aber ich mach's mir selber manchmal zur Hölle. Einfach wegen Gedanken, Druck oder man hinterfragt vieles selber einfach oder bringt sich selber einfach in eine scheiß Situation rein. Deswegen, ja. Also eigentlich ist das Leben eigentlich an sich doch ganz, ganz, ganz cool. Ich habe mich jetzt bei noch mehr als über Stimme voll zu, weil ich sage, wenn ich jetzt komplett bei 100 oder über 100% bin, dann bin ich ja schon am Ende von allem angekommen. So, was kommt dann noch? Aber irgendwie brauche ich noch... Ich brauche noch dieses Mühe, wo ich sage, da ist noch was irgendwie. Vielleicht geht da noch ein Tick mehr. Okay, fühle ich auf jeden Fall. Ich halte mir das jeden Tag vor Augen. Mhm. Ich spiele Videospiele. Ich verdiene damit Geld. Ich kann alles bezahlen. Ich kann in den Supermarkt gehen. Ich muss nicht auf die Preise gucken. Ich kann Miete bezahlen. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Und ich bin da einfach, was das angeht, voll mit mir. Oder Mickey start richtig. Holy shit. Das hat jemand im Chat geschrieben. Jetzt kann ich es nicht mehr anziehen. Digga, holy shit. Rein und vergesse. Und dann macht es wieder auch richtig Spaß und richtig zufrieden und richtig glücklich, dann auch wieder diese Ziele zu haben und danach zu streben. Bro, was zum Fick. Wenn das Video gefallen hat, abonniert Dave für weitere Videos in der Art. Bro, das Video war richtig gut produziert. Geiles Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis bald.